Und bei mir im Studio ist nun Sarah Vita. Sarah, du hast dir mal diese Rekordzahlen ein bisschen genauer angeguckt. Und da muss man ja tatsächlich sagen, wir sind jetzt auf einem Rekordwert zum ersten Mal über 100.000 Neuinfektionen. Wer treibt denn diese Zahlen so nach oben? Nun, Carsten, wer sie tatsächlich nach oben treibt, das lässt sich schwer ablesen. Was sich aber ablesen lässt, und das ist sehr interessant, ist, dass es tatsächlich bestimmte Bevölkerungsgruppen sind, die sich in dieser vierten Welle tatsächlich am öftesten anstecken. Und dazu gucken wir doch jetzt einmal auf den aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts und sehen uns an, wen es denn tatsächlich am meisten betrifft. Wir wollen zuerst gucken auf die Jüngsten in unserer Bevölkerung, die 0- bis 4-Jährigen. Hier haben wir eine Inzidenz von 482, also etwas unter Durchschnitt. Aber Sie sehen es schon, 1112er Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen. Also unsere Kinder sind trauriger Spitzenreiter der derzeitigen Inzidenzen. Sie sehen es im Vergleich dazu, dass wir bei den über 80-Jährigen eine Inzidenz von 115 haben, ist die Inzidenz bei unseren Kindern tatsächlich fast 10-mal so hoch. Nun, und im Vergleich zur vergangenen Woche ist es sogar noch mal, hat sich diese Zahl verdoppelt. Wir sehen also, dass das Infektionsgeschehen bei unseren Kindern so hoch ist wie in keiner anderen Bevölkerungsgruppe zurzeit. Fragt man sich natürlich, Carsten, woran kann das liegen? Was sind da Erklärungsversuche? Nun, zum einen kann man daran denken, dass unsere Kinder eine Lebenswelt haben, die sich vielleicht nicht ganz so gut in die Maßnahmen gegen eine Ansteckung mit Corona einbinden lassen. Spielende Kinder, diese Kontakte lassen sich vielleicht nicht so einfach ins digitale Leben übertragen. Auf der anderen Seite kann man aber auch mit einbeziehen, dass es jetzt an Kitas, an Schulen bundesweit eine Testpflicht gibt. Und dadurch vielleicht müssen wir hier gar nicht so sehr davon sprechen, dass es so viele Infektionen gibt, so viele Ansteckungen gibt. Vielleicht sind auch diese Tests der Grund, warum so viel mehr Infektionen auftauchen und einfach sichtbar werden innerhalb der Bevölkerung. Als dritte Erklärungsmöglichkeit muss man aber eines ganz klar in Erwägung ziehen und in Betracht ziehen. Und dazu gucken wir uns vielleicht mal den Impfstatus unserer Jüngsten an. Genau, auf dieser Karte sehen wir die 0- bis 4-Jährigen. Hier ist leider noch kein Impfstoff zugelassen. Die EMA, auch genauso die STIKO, kein grünes Licht gegeben. Also auch die Eltern können das nicht für ihre Kinder entscheiden. Die 0- bis 4-Jährigen haben derzeit keinen Impfschutz. Anders sieht es aus bei den 5- bis 11-Jährigen. Hier haben zumindest 14% schon einen Impfschutz. Zumindest einen anfänglichen. Sie haben bereits die erste Impfung erhalten. Wir wissen, hier ist es tatsächlich die EMA, die grünes Licht gegeben hat. Die STIKO gibt sich noch ein bisschen zögerlich. Aber immerhin 14% der 5- bis 11-Jährigen, da haben die Eltern für sie entschieden und haben bereits eine erste Impfung zugelassen. Bei den 12- bis 17-Jährigen, unseren Teenagern, sieht es so aus. 62% haben bereits eine Impfung bekommen, 57% haben schon die zweite Impfung und 14%, man sieht es hier, haben immerhin schon die dritte Impfung, sind also geboostert. Wir wissen, bei Omikron ist es alles ein bisschen komplizierter mit dem Impfschutz. Ist die Frage, ab welcher Impfung tatsächlich Schutz vor Ansteckung gegeben ist oder ob ein solcher Schutz überhaupt gegeben ist. Aber auch wenn wir davon ausgehen, dass dieser Schutz vielleicht nicht abschließend da ist, muss man doch anhand der Zahlen sehen und zumindest in Erwägung ziehen, dass es doch tatsächlich damit zu tun hat, dass wenn jemand ungeimpft ist, wie die Jüngsten unter uns, man dieser vierten Welle tatsächlich ausgeliefert ist. Wir sehen es ja genau an den Kitas und den Schulen im Moment, wie die Zahlen da explodieren. Und da bin ich mal gespannt, ob es beim Präsenzunterricht bleiben wird oder dann doch Homeschooling. Sarah, danke für deine ganzen Ausführungen. Sehr gerne.